Noch liegt dieses Kriegsschiff ruhig im Hafen. Doch Luis Sakuto hat einen Plan, einen außergewöhnlichen Plan. Diese Fregatte und drei weitere Stahlkolosse der portugiesischen Marine will der leidenschaftliche Taucher vor der Algarve sprengen. In Sichtweite des Strandes. Die Schiffe sollen eine Touristenattraktion werden. Und das alles genau vor der Haustüre von Janina Mahler. Es ist landschaftlich ein einmaliges Küstengebiet. Weltweit gibt es diese Felsen, die es bei uns hier gibt, nirgendwo anders. Seit Anfang 2012 hat sich Janina Mahler an der Algarve eine neue Existenz aufgebaut. Sie betreibt eine Tauchschule. Attraktive Landschaft und rund 300 Sonnentage im Jahr. Die Voraussetzungen scheinen gut. Doch unter Wasser sieht es ziemlich mau aus. Und Fische lieben Riffe aus Korallen oder Fels. In der Südsee entdeckt Dirk Steffens noch einen weiteren Ort, an dem viele Meeresbewohner überraschenderweise gerne ihre Zeit verbringen. Einen Ort, an dem es genug Futter und Verstecke gibt. Kaum zu glauben, aber in diesem riesigen Meer ist Lebensraum richtig knapp. Denn die meisten Organismen brauchen einen Platz an der Sonne, so wie hier an diesem Riff. Doch seit kurzem gibt es in diesen Gewässern hier neue Strukturen. Und die Meerestiere, die besiedeln alles, worauf sie Halt finden. In diesem Fall versunkene Schiffe. Versunkene Schiffe als künstliche Riffe. Sie sind der Kern einer faszinierenden Unterwasserwelt. Genauso wie das Flugzeug des ehemaligen bulgarischen Staatschefs, eine Tupolev 154. Und über die Startbahn dieses ausgedienten US-Flugzeugträgers flitzen seit einigen Jahren nur noch Fische und andere Meeresbewohner. Wenn alles klappt, dann werden bald auch die portugiesischen Kriegsschiffe als künstliche Riffe am Meeresgrund vor der Algarve liegen. Langer Weg mit vielen Hindernissen. Tauchlehrerin Janina Mahler fiebert mit, dass alles klappt. Natürlich ist es super attraktiv, wenn man unten auf 30 Meter Tiefe dann ein altes Schiffwrack entdeckt. Das ist was Magisches. Das ist mystisch, geheimnisvoll. Und deshalb wäre es super, wenn hier die Wracks hier versenkt werden würden. Noch ist es ein Traum. Doch 300 Kilometer entfernt, im Hafen von Lissabon, treibt Luis Sakuto sein Projekt immer weiter voran. Mittlerweile gehören ihm die Schiffe. Die Marine hat sie ihm geschenkt. Doch der ersten Freude folgt die Ernüchterung. Der Zustand der Wracks für seinen Zweck ist miserabel. Es liegt noch viel Arbeit vor ihm. Sehr viel Arbeit. Ich war verzweifelt und habe mich gefragt, ob ich aufgeben soll. Er droht zu scheitern. Sie hofft, dass Luis einen Weg finden wird. Das war ein Kampf. Noch nie habe ich so viele Behörden von innen gesehen. Das ging über 5 Jahre. Sein großer Traum ist in Gefahr. Er weiß, allein schafft er das nie. Hilfe muss her. Luis engagiert Wes Roots. Der Kanadier ist einer der führenden Wrackversenkungsexperten. Wes hat schon in Amerika, Kanada, England und Australien erfolgreich Schiffe untergehen lassen. Doch was Luis vorhat, stellt alles in den Schatten. Das ist mal eine Herausforderung. Ich bin dabei. Über 20 ähnliche Projekte hat Wes bereits erfolgreich zu Ende gebracht. Doch jedes Schiff ist anders und hat seine ganz besonderen Tücken. Hier sind es Asbestrückstände. Die müssen entsorgt werden. Sonst stoppen die Behörden das Projekt. Außerdem muss alles raus, woran Taucher später mal hängen bleiben könnten. Sicherheit geht vor. Und weder Öl noch andere Schadstoffe dürfen an Bord bleiben. Nach 8 harten Monaten heißt es endlich, alles ist sauber. Und auch die Behörden sind zufrieden. Es gibt das offizielle Go. Doch Wes weiß, er steht noch vor einem weiteren Problem. Er muss sicherstellen, dass ihm nicht etwas Ähnliches passiert wie hier. Beim Versenken läuft das US-Schiff Spiegel Grove ungleichmäßig voll, dreht sich um und treibt oben auf.
Erst mit großem Aufwand kann es Wochen später versenkt werden. Heute liegt es wie geplant auf dem Meeresgrund. Wesses Mittel gegen diesen Albtraum: Beton. Er will hunderte Tonnen in den Bug einfüllen. Na, das klappt ja. Und damit das Gewicht der ausgebauten Maschinenteile ersetzen. So wird das Schiff hoffentlich schwer genug, um richtig unterzugehen. Doch dann geht auf einmal gar nichts mehr. Was ist los? Wir haben keinen Strom mehr. Das kann ein Problem werden. Ich hoffe nur, dass es gleich wieder funktioniert. Was ist los? Habt ihr die Rechnung nicht bezahlt? Nach 8 harten Monaten heißt es endlich, alles ist sauber. Und auch die Behörden sind zufrieden. Es gibt das offizielle Go. Doch Wes weiß, er steht noch vor einem weiteren Problem. Er muss sicherstellen, dass ihm nicht etwas Ähnliches passiert wie hier. Beim Versenken läuft das US-Schiff Spiegel Grove ungleichmäßig voll, dreht sich um und treibt oben auf. Erst mit großem Aufwand kann es Wochen später versenkt werden. Heute liegt es wie geplant auf dem Meeresgrund. Wesses Mittel gegen diesen Albtraum: Beton. Er will hunderte Tonnen in den Bug einfüllen. Na, das klappt ja. Und damit das Gewicht der ausgebauten Maschinenteile ersetzen. So wird das Schiff hoffentlich schwer genug, um richtig unterzugehen. Doch dann geht auf einmal gar nichts mehr. Was ist los? Wir haben keinen Strom mehr. Das kann ein Problem werden. Ich hoffe nur, dass es gleich wieder funktioniert. Was ist los? Habt ihr die Rechnung nicht bezahlt? Bisher haben sie den Beton vor allem auf einer Seite des Schiffes eingefüllt. Wenn der jetzt eintrocknet, könnte es im schlimmsten Fall umkippen. Angespanntes Warten. Das Projekt steht auf der Kippe. Doch dann... Also, es kann weitergehen. Entwarnung. Kurz vor dem Ziel. Hallo Louis, wir sind bereit. Wir können Richtung Algarve starten. Sie sieht großartig aus. Ja, ich bin auch ziemlich stolz. Ich kann es kaum erwarten, drum herum zu schwimmen. Na, dann mal los. Sie ist fertig. Los geht's. Ready to go. Am nächsten Tag werden die Männer auf die Reise gehen. 300 Kilometer sind es bis zur Algarve. Der Schlepper ist da. Leinen los. Was soll jetzt noch schiefgehen? Und dann passiert es. Das Schiff kracht gegen die Kaimauer. Hier im Hafen soll das Schiff nicht untergehen. Doch die Fregatte gewinnt den Kampf gegen den Beton. Die letzte Reise kann beginnen. Die Hafenkräne scheinen spaliert zu stehen. Letzter Abschied von Lissabon. Der Transport muss in einem engen Zeitfenster über die Bühne gehen. Wegen der Größe des Schiffs kann er nur während der höchsten Flut erfolgen. Wenn das Wetter zu stürmisch wird, müssten sie die Aktion abbrechen. Aber es ist alles im grünen Bereich. Nach knapp 30 Stunden erreicht der Trupp endlich den Bestimmungsort. Jetzt auf der Zielgeraden nur keinen Fehler mehr machen. Letzte Vorbereitung. Der Countdown läuft. Seid ihr soweit? In einer Minute? In einer Minute wird gesprengt. Gleich wird sich zeigen, ob der Sprengstoff die Löcher an der richtigen Stelle reißt. Und ob die Betonfüllung korrekt sitzt, das Schiff also aufrecht sinkt. Na ja, sie kippt vorne über. Sie scheint genau richtig unterzugehen. Es sieht gut aus. Der Gigant verschwindet im Meer.
Die harte Arbeit von Wes Lewis und seinen Leuten hat sich gelohnt. Nach 3 Minuten liegt das künstliche Riff an der geplanten Stelle. 1000 Tonnen stolze portugiesische Marinegeschichte. Das Wrack ist da und Janina kann ihr Rendezvous mit ihm kaum erwarten. Ich bin total aufgeregt, weil das sind die größten Wracks, an denen ich tauchen werde. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig doll, gleich selber dort abtauchen zu dürfen. Und dann liegt es da. 30 Meter unter Wasser. Auch die ersten Meeresbewohner erkunden schon das Wrack. Janina ist also nicht die Einzige, die neugierig ist. Wahnsinn! Total geil! Es ist riesig, so groß hätte ich das nicht erwartet. Und auf eine bestimmte Art und Weise unheimlich. Aber das ist eben dieses Abenteuerliche. Das stolze Kriegsschiff hat eine friedliche neue Heimat gefunden. Schätzungsweise 3 Millionen Schiffswracks liegen verstreut auf dem Grund der Weltmeere. Jedes Jahr kommen etwa 100 neue hinzu, von denen das Leben dann langsam Besitz